Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Und ja, heute gibt es meine aufgebrauchten Produkte für den Monat Mai. Es sind nicht nur aufgebrauchte Produkte, es sind auch eine ganze Menge aussortierte Produkte drin. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem Video und es geht gleich los. Ja, einmal jetzt aussortiert hier das L'Oreal Hydra Genius Aloe Water, Serum. Fand ich am Anfang richtig, richtig gut. Ich habe es jetzt schon eine ganze Weile offen. Und ja, der Rest, den muss ich jetzt wegschmeißen, weil ich habe leider von dem Pickel bekommen. Gerade hier in dem Bereich extrem viele. Und seit ich das hier nicht mehr verwende, werden die weniger und geht weg. Also das ist auf jeden Fall der Schuldige und deswegen kommt der jetzt weg. Dann habe ich ja, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das Video zuerst seht oder das Shop My Stash Video zuerst seht. Ich habe mein Badezimmer ein bisschen ausgeräumt, ich habe alle Produkte einmal rausgeräumt und kommen nur noch Produkte rein, die ich für den einen Monat verwenden möchte. Und ja, da ist mir auch gefallen, dass ich dieses Produkt hier noch habe, das Spice Plum Custard Creme, die riecht nicht mehr gut, also die kam weg, die ist leider schlecht geworden. Ja, genauso wie die Balea Body Lotion hier von Oktoberfestzeit, ist leider auch absolut nicht mehr gut duftend, ganz, ganz schlimm. Ja, abgelaufen ist hier diese Fußdeo Creme Crazy Coco, Fußpflegeprodukte sehr, sehr selten verwende und ich da auch noch einiges im Vorrat habe, darf die jetzt hier gehen und ist jetzt nicht so mein Highlight gewesen. Dann habe ich einmal aufgebraucht hier von Rituals, The Ritual of Sakura. Körperpeeling, ja, war richtig gut. Also ich liebe den Duft von Rituals, ich liebe die Pflege von dem Produkt. Ganz, ganz tolles Produkt, gerne wieder. Ja, dann einmal hier aussortiert von Jean & Len die Nachtcreme. Auch die habe ich nicht vertragen. Also ich muss echt sagen, ich habe von der auch wirklich viele Pickel bekommen. Also ich habe die beiden Produkte nicht gleichzeitig verwendet, ne? Ich habe die eine Zeit lang verwendet und habe ich nicht vertragen, deswegen kommt die weg. Wird nicht nachgekauft. Dann auch schon sehr, sehr lange jetzt in meiner Sammlung. Diese hier. Ich verwende die einfach nicht. Ich habe die jetzt auch ewig im Bad stehen gehabt. Und deswegen kann die jetzt weg. Ich kann mich auch gar nicht mehr erinnern, ob ich die gut oder schlecht fand. Was ich nicht gut fand, ist hier von Etre Belle das Aloe Vera Augenkonturgel. Hat meinen Augen überhaupt nichts gebracht. Hat sie nicht gepflegt, hat eigentlich nichts gemacht. Deswegen kommt das Ding jetzt weg. Was jetzt auch wegkommt, das läuft nämlich extrem aus, also es ölt praktisch aus, ist hier dieser Lip Scrub, wobei ich den echt gut fand, ne? Aber es läuft ohne Ende das Öl einfach so raus, obwohl ich es so drinnen stehen habe und saut einfach nur rum und es ärgert mich, ehrlich gesagt. Und ja, man sieht es, hier ist es auch schon wieder drauf. Das Eyelash Formula Augenserum habe ich jetzt mal raus. Ja, ist auch schon eine Ewigkeit offen und gerade bei so Augenprodukten sollte man natürlich vorsichtig sein. Ja, deswegen kommt das weg. Ja, auch ein Produkt, was jetzt ganz lange ganz hinten in meinem Badschrank gestanden hat, ist hier von Nivea die 2-in-1 Tagespflege Make-up und Basis. Also man sieht es, ich habe auch eine Zeit lang echt verwendet, aber meine Haut verträgt es nicht, die wird davon extrem trocken und deswegen darf das Ding jetzt gehen. Was ich auch ganz schrecklich fand, ist hier von Garnier Skin Active, dem botanischen Balm. Ich habe es probiert, aber der Duft ist schlimm und das zieht nicht in die Haut ein. Es legt sich wie so ein Film drauf und Tag, Nacht, Maske. Also ich habe es nur abends nur noch verwendet und aber es tut überhaupt nichts für die Haut und deswegen kann das Ding weg. Ja, dann kann hier auch einmal weg von Iauti Black Heat Peel-Off Maske. Habe ich schon locker ein Jahr, anderthalb jetzt in meinem Bad stehen und 6 Monate ist es haltbar und deswegen darf das Ding jetzt mal gehen. Ein aufgebrauchtes Produkt hier ist von Clinique, die Moisture Surge 72 Stunden hydratisierende Gesichtscreme. Richtig, richtig tolle Creme, habe ich morgen sehr, sehr, sehr gerne verwendet und
Ich muss nur sagen, ich habe jetzt ja die von Garnier in Verwendung und ob ich jetzt die verwende oder die, tut meine Haut beides sehr, sehr gut und ja, die andere ist natürlich aus der Drogerie und günstiger. Deswegen, ja, würde ich mir die jetzt erstmal nicht nachkaufen. Wenn ich natürlich mal wieder ein tolles Angebot finde, dann kommt die mit Sicherheit auch nochmal in den Warenkorb. Aber aktuell bin ich mit der anderen auch super zufrieden und deswegen ist jetzt nicht unbedingt ein Nachkaufprodukt. Ja, dann habe ich hier ein Rosenwasser aufgebraucht und zwar ist es aus Italien, das Acqua Distillata Alle Rose Tonico Refreshenate. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Es ist einfach ein Rosenwasser und wobei man hier sagen muss, es ist nicht rein Rosenwasser drin, es ist auch sowas wie Glycerin drin und ja, Alkohol ist ja auch drin. Also ja. Ist aber ein ganz gutes Produkt, hat gut funktioniert. Einfach nochmal, um das Gesicht so ein bisschen zu reinigen, fand ich richtig toll. Und ja, ich habe auch noch eine Flasche da, wird auch noch aufgebraucht. Und ja, aber nachkaufen würde es mir jetzt, glaube ich, nicht unbedingt. Ja, noch ein Produkt, was ich hier aussortiert habe, ist hier von Avène, das Trix Sierra Nutrition Face and Body Lotion für trockene und sensible Haut. Ja, war ja in Ordnung. Ich habe es irgendwie aber auch nicht verwendet und ja, dementsprechend ist es jetzt leider auch gekippt. Und ja, jetzt darf es dann praktisch gehen. Ein Haarspray habe ich hier aufgebracht von Got2b, diesen Größenwahn Füllegebendes Haarspray. Ja, war ganz in Ordnung. Fülle hat es jetzt nicht unbedingt gegeben, aber es hat einen guten Halt gemacht, es hat einen guten Job gemacht und ja, würde ich mir eventuell nachkaufen. Aber bei Haarspray bin ich generell nicht so wählerisch. Ein Shampoo habe ich aufgebraucht von Herbal Essence. Entführ dein Haar ins Paradies Farbbooster. Das ist dieses hier. War ganz gut. Ganz toller Duft. Herbal Essence macht sowieso super Düfte, finde ich. Und ja, ob ich es mir jetzt nachkaufen würde, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Von Batiste das Trockenshampoo Hydrate für normales oder trockenes Haar. Richtig tolles Trockenshampoo, mag ich sehr, sehr gerne. Werde ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen, wenn meine anderen Produkte ja, aufgebraucht sind. Und ja, fand ich wirklich richtig gut. Ja, dann habe ich hier einmal Maxi Butter Pads aufgebraucht in diesem tollen Design mit dem Hund drauf. Ein Rosenwasser habe ich aufgebraucht. Ja, mag ich sehr, sehr gerne. Ihr wisst es mittlerweile. Einmal das Duschgel hier von Alverde, Pflegedusche, Wohlfühlmomente, Lavendel und Olive. Ganz toller Duft, ich liebe Lavendel und gerade abends beim Duschen ist es natürlich ein richtig toller Entspannungsduft. Ja, ein Reinigungsprodukt hier von L'Oreal, das Gesichtswasser kostbare Blüten reinigt, sanft belebt und entfernt Make-up. Ja, der Duft ist, ja, geht so, die Reinigungswirkung ist, naja, geht besser. Mein Gesicht mag es auch nicht so gerne, hat da leicht mit Pickel reagiert und ja, deswegen kaufe ich mir das auf jeden Fall nicht nach. Einmal hier aufgebraucht Gesichtsreinigungstücher von Balea ohne Alkohol und parfümfrei. Die habe ich verwendet, um hauptsächlich Swatches zu entfernen. Und ich habe hier noch eine Bodylotion Probe aufgebraucht, Brazilian Bum Bum Cream. Die habe ich ja auch in groß. Ganz, ganz toller Duft, liebe ich und ist einer meiner absoluten Favoriten schon geworden. Und die Creme ist einfach sehr geil. Also es ist eine richtig tolle Creme und ja, für den Sommer natürlich optimal der Duft. Und ja, die haben auch ein bisschen Glitzer drin, deswegen ist es einfach für den Sommer optimales Produkt. Ja, dann habe ich hier einmal ein Duschgel aufgebraucht von Original Source. 4 ätherische Öle in Rhabarber und Himbeere. Ganz toller Duft, schöne Pflegewirkung. Könnte ich mir vorstellen, nachzukaufen. Ich glaube, die gibt es auch jetzt in einem neuen Design. Die stehen jetzt, glaube ich, nicht mehr auf dem Ding hier unten drauf, sondern, glaube ich, jetzt andersrum irgendwie, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau. Ein Produkt, was ich auch ganz hinten im Badschrank gefunden habe. Und wenn sowas eigentlich passiert, dann ist es eigentlich meistens ein Zeichen dafür, dass ich es nicht gerne verwende. Ist hier von Burt's Bees Sensitive Facial Cleaner mit Kotten-Extrakt. Und ja, es riecht leider nicht mehr gut. Also ich verwende es jetzt nicht mehr. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, ob ich das damals gut oder schlecht fand. Weiß ich leider nicht mehr. Aber da ich es irgendwie hinten verbannt habe, denke ich, fand ich es nicht so gut. Und deswegen würde ich es mir nicht nachkaufen. Ja, dann habe ich hier eine Spülung aufgebracht von Pantene Pur-V Volumen Pur.
Ja, finde ich ganz gut und zwischendrin verwende ich die sehr, sehr gerne. Und bei denen ist es halt wirklich so, dass man das Gefühl hat, die Haare haben ein bisschen mehr Volumen und ja, finde ich deswegen ganz gut. Ja, dann habe ich hier von Alverde einmal die Pflegedusche Goldglitzer aufgebraucht und ich weiß nicht, ob man es hier erkennen kann. Also es wirkt wirklich Goldglitzer. Der Duft war jetzt nicht weihnachtlich oder so, also man hat es gut verwenden können, aber ich brauche nicht unbedingt Glitzer in einem Duschgel. Ja, dann habe ich hier einmal aufgebraucht diese Probegröße von Kiehl's, der Amino Acid Conditioner. Finde ich richtig gut, riecht gut nach Kokos, tolles Produkt. Ja, ob ich es mir jetzt nachkaufen würde, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Könnte ich mir aber trotzdem vorstellen. Ja, aber es gibt so viele gute Produkte, gerade für die Haare. Deswegen, entweder es landet irgendwann mal bei mir im Einkaufskorb oder nicht, aber aktuell sowieso nicht, weil erst heißt es Aufbrauchen statt neu kaufen. Das Produkt hier hatte ich mal in einer Look Fantastic Box. Das ist dieses hier, Warming Ginger Bath and Body Oil. Das hat man sich praktisch mit in die Badewanne geben können und war ein richtig toller, frischer Duft. Also so, wie wenn man frischen Ingwer aufschneidet, so riecht das. Ganz, ganz toll. Finde ich super Duft. Macht super gute Laune einfach, belebt und ja, fand ich richtig gut. Ja, dann habe ich hier dieses Produkt aufgebraucht. Das ist einfach so eine Probegröße gewesen von Erno Lazlo. Glaube ich, war auch mal in der Look Fantastic Box. Hydra Feel Skin Supplement Lotion Hydrate. Ja, hat man sich einfach nochmal so übers Gesicht gegeben. Ob das jetzt wirklich was bringt oder nicht, konnte ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Ja, dann habe ich hier einmal die Maske von Sanssouci aufgebracht. Forever Young Fließmaske. Finde ich richtig toll. Tolles Produkt. Hat eine tolle Feuchtigkeitswirkung hinterlassen, fand ich richtig gut. Könnte ich mir vorstellen, nachzukaufen. Ja, dann habe ich hier eine Menge Badezusätze. Wir haben hier einmal Dresdner Essenz Landurlaub und es ist alles so leicht feucht, weil irgendwas ist ausgelaufen. Genau, Landurlaub, ja, das ist ein richtig, richtig schöner Duft, gefällt mir richtig gut. Und ja, könnte ich mir noch vorstellen, auf jeden Fall nachzukaufen. Ich muss eh sagen, dass ich die meisten Dresden Essenz, Kneipp, Duschgele, Badezusätze sowieso sehr, sehr gerne mag. Und ja, das nächste hier auch, das ist Dresden Essenz Glücksgefühle. Das hat auch so einen richtig schönen Duft. Also ich kann nicht sagen, nach was es duftet, aber es riecht wirklich sehr, sehr gut. Dann haben wir hier einmal von Balea eine Tuchmaske Sweet Mango. Ja, ist ein ganz schönes Gimmick, aber wirklich was tun für die Haut, tun die Balea-Masken meistens nicht. Ist einfach nur mal so ein Entspannungsfaktor, sage ich mal. Dann habe ich hier einmal aufgebraucht das basische Badesalz Detox Pure. Ja, finde ich auch ganz gut. Man hat das Gefühl, es tut was für die Haut. Ja, finde ich so eigentlich ganz gut. Genau. Dann einmal für die Haare hier aufgebraucht die sanfte Hafermilch. Diese hier. Fand ich auch ganz in Ordnung. Dann einmal Dresden Essenz Gedankenreise. Auch ein sehr, sehr schöner Duft. Von Dresden Essenz, das habe ich gestern erst aufgebracht, weil wir hatten gestern einen ja, Firmenlauf hier bei uns in der Gegend. Waren doch schon 8 Kilometer und danach fühlt man sich einfach, man möchte sich in eine Badewanne legen und ja, da habe ich mir Sportaktiv reingetan mit Magnesium, Guaran und Rosmarin. Und Leute, ich liebe Rosmarinduft und das roch so gut. Das ganze Bad hat so richtig schön nach Rosmarin geduftet, ganz, ganz toll. Werde ich mir auf jeden Fall nachholen. Und von Kneipp die Badekristalle Pool Party mit Hibiskus und Rhabarber. So, mal dran schnuppern, aber das roch auch sehr, sehr gut, Leute. Ja, oh, schöner Duft. Wenn ich das noch kriege, hole ich mir dann noch welche. Ja, hier ist irgendwas komplett ausgelaufen. Eine Gesichtsmaske, die hatte ich, glaube ich, in der Glossybox drin. Power 10 Formula Goodnight Ye Sleeping Capsule. Ja, war ganz in Ordnung. Weiß ich nicht, ob es mir nachkaufen wird. Ich glaube, die sind auch nicht ganz günstig. Dann haben wir hier einmal ein Cremedusche Granatapfel von meinem Freund. Den fand er auch richtig gut. Dann haben wir hier einmal Schönheitsgeheimnisse reichhaltiges Shampoo Aloe Vera. Das hatten wir mit im Urlaub oder auf Geschäftsreise, ich weiß nicht. Also wir haben es, glaube ich, zweimal verwendet. Einmal im Urlaub ein paar Tage weg und einmal Geschäftsreise. Ja, war ganz in Ordnung.
würde ich mir aber jetzt im Großen nicht nachholen. Dann haben wir hier einmal aus dem Adventskalender Alverde Gesichtsöl Bio Wildrosen. Also Gesichtsöle sind sowieso sehr, sehr gut. Und das hier von Alverde ist wirklich richtig gut. Also es kriegt ja auch eine größere Flasche. Und ja, fand ich richtig gut. Ja, dann habe ich hier von Tony Moly einmal die Gesichtsmaske I'm Real Tea Tree Mask Sheet Skin Soothing Maske. Die fand ich richtig, richtig gut. Ganz toller Duft auch. Ich weiß nicht, warte mal, was hat das denn gerochen? Also es hat wirklich richtig gut gerochen. Ich kann jetzt nur nicht mehr sagen, nach was es gerochen hat, aber hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Könnte ich mir vorstellen, nachzukaufen. Genauso möchte ich mir nachkaufen hier von Dresden Essence das Absolut Relax mit Hanf, Patchouli und indischer Melisse. War auch sehr, sehr gut. Dann habe ich hier einmal die Augen-Gel-Pads aufgebraucht. Die sind auch richtig gut. Also was heißt richtig gut? Sie tun halt einfach mal gut. Wenn man eine kurze Nacht hatte oder einen anstrengenden Tag, fand ich die wirklich gut und haben halt einfach mal so einen frischen Kick gegeben. Dann einmal aufgebracht von Tetesept eine Portion Kuschelmandelöl und Kakaobutter. Das ist dieser hier. Ich muss sagen, Kakao in Bade zu setzen oder Duschgel mag ich nicht, ist nicht mein Favorit. Ja, deswegen möchte ich mir solche Produkte eigentlich nicht mehr nachkaufen. Und was ich mir aufgebraucht habe, ist hier von Kneipp der Kurzurlaub Kokosmilch und Monoi-Öl. Und davon habe ich mir auch das Duschgel geholt, weil das gibt es bei Müller. Und oh Leute, das ist so ein toller Duft. Mega geil. Also wirklich mega geil. Wenn ihr Kokosduft mögt, wenn ihr Monoi-Öl-Duft mögt, also diesen Sommer, also es ist wirklich Sommerduft. Also es ist für mich ein absoluter Sommerduft. Und deswegen war das so richtig toll und oh, ganz, ganz toll. Also hole ich mir definitiv noch Badezusätze nach. Ich möchte mal gucken, ob es vielleicht so eine größere Flasche einfach davon gibt. Nicht immer diese Einzelportionen. Und ja, war wirklich richtig, richtig gut. Und ja, ich habe es auch als Duschgel geholt, weil es einfach ein so toller Duft ist. Ja, ihr Lieben, das waren auch schon wieder... Wann ist alle aufgebrauchten Produkte? Ja, es waren alle aufgebrauchten Produkte. Also ich habe im Mai doch schon einiges wieder aufgebraucht und ja, auch einiges aussortiert, einfach weil es zu viel ist, weil ich zu viel habe, weil ich zu viel, weil mir zu viel auch einfach schlecht geworden ist, muss man auch dazu sagen. Und das ist auch was, was mich echt ein bisschen ärgert, weswegen ich auch ein bisschen weniger einkaufen möchte. Und ja, sagt mir eure Meinung dazu. Wie steht ihr dazu? Also man bekommt ja von der Drogerie oder Instagram oder wo auch man immer unterwegs ist, so viele tolle Produkte vorgeschlagen, die man so gerne alle hätte natürlich. Aber wenn man mal ehrlich ist, aufbrauchen kann man nicht alles. Und deswegen, wie gesagt, mein Ziel ist es einfach, weniger einzukaufen und mehr aufzubrauchen und nur noch das nachzukaufen, was ich wirklich brauche. Und ja, ich hoffe, es gelingt mir. Also es ist, wird mir nicht immer gelingen. Also gerade jetzt bei dem Duschgel, was ich euch gerade gesagt habe, zu dem Badezusatz. Ja, es ist halt einfach so, es duftet richtig gut. Es ist eine limitierte Edition und das schaltet das Hirn doch schon das ein oder andere Mal einfach aus und sagt, du musst es jetzt nicht nehmen, sonst kriegst du es nicht mehr. Obwohl das nicht stimmt, ne? Aber wir sind da so ein bisschen und die Firmen wissen es natürlich auch, die nutzen es natürlich auch aus. Aber ich muss echt sagen, mittlerweile, wenn ich in einem DM, Müller oder Rossmann drin bin, ich kaufe wirklich wenig ein. Also es ist wirklich so, dass ich nicht mehr alles mitnehme, was mich anspricht. Also ich überlege mir schon mehrmals, brauche ich das wirklich? Möchte ich das wirklich? Und ja, entscheide dann, ob ich es mitnehmen möchte oder nicht. Ja, und deswegen gibt es auch momentan etwas weniger Hauls. Ich denke auch, dass es den Monat vielleicht keinen Haul geben wird. Mal schauen, vielleicht auch nicht. Aber ich denke wahrscheinlich eher nur so Standardprodukte werde ich einkaufen, wie was ich unbedingt noch brauche, ist Weichspüle, Waschmittel, ja, Taschentücher. Und ich glaube, dafür braucht man keinen Haul machen. Ja, aber... Genug gelabert, würde ich sagen, an dieser Stelle. Ich habe noch eine Kleinigkeit für euch. Ich hole das mal schnell. Ja, und zwar habe ich hier einmal die My Little Box. Da sind tolle Produkte drin. Ich zeige euch das mal schnell. Na, das ist die Box hier. Und ja, da sind einmal alle Produkte drin. Also einmal so, wie die Box gekommen ist, möchte ich sie euch gerne weiterschenken. Ja, ich lasse es jetzt auf jeden Fall mal so eingepackt. Ihr könnt die bei mir gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, ist natürlich Abonnent meines Kanals sein. Das ist natürlich eine Verlosung für meine Abonnenten. Mir ein Like da lassen und einen netten Kommentar.
was ihr so schreiben möchtet mit dem Hashtag MyLittleBox. Ne? Schreibt ihr einmal unten einen Kommentar rein, dann sehe ich, dass ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen möchtet. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch drüber. Und wie lange das Gewinnspiel läuft, seht ihr nochmal unten in der Infobox. Da steht auch nochmal alles drin. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt mir das doch gerne mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid und an dieser Verlosung teilnehmen möchtet, dann klickt auf jeden Fall auf den Button unten. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!